Welcome back beim Kramer-Fan. Heute geht's mal musikalisch los. Der Javier spielt ein Lied. Ich glaube, der Onkel wollte singen. Well done, Arthur. You found the Irish Terrier. Sadly, he's just a younger version of you. Please don't say that to me, Dutch. Oh, it's true. It's true. Jo, bitte, hab ich doch gern gemacht, diesen Sean da gerettet. So, ich gehe jetzt mal von der Musik da fort, dass man mich wahrscheinlich ein bisschen besser hört. Warum hat der Arthur rote Klamotte an und so ein Melon da auf dem Kopf? Folgendes muss ich euch erklären. Erstens habe ich mir noch mal eine Tasche gemacht. Und zwar für Zutaten. Sieht man, wenn man beim Piercen steht, sieht man die ein bisschen besser. Dann habe ich, ist vielleicht euch schon aufgefallen, diesen Lagertisch endlich mit zwei perfekten Gabelbockfälle oder Kadaver, was ich dafür abgeben muss, überzogen. Also ich habe das nicht gemacht, der Pearson hat das gemacht. Gehen wir ein bisschen von dem Zauber da weg. Ja, und ich hatte ja als Aufgabe, zeig's euch gerade, beim Glücksspieler, genau, verdopple und gewinne 5 Hände beim Blackjack. So, das Blackjack ist in Rhodes ohne. Zeige es euch auch auf der Karte. Hier ist der Horse Show Overlook. Und hier ohne ist Rhodes. Und da im Saloon kann man Blackjack spielen. Das habe ich ja auch offline. Habe ich ja hier ein bisschen weitergespielt, hatte ich euch ja gesagt. Und dann musste ich da die 5 Hände oder 4 Hände nach Verdoppeln gewinnen. Hat ein bisschen gedauert bei mir. Ich hatte nicht so ein ganz so ein großes Glück, aber ich habe dann irgendwann mal die Karte da bekommen. Also diesen Fortschritt. Ja, was ich euch erklären wollte, ich kam hier nach Rhodes und bin in diesen Gemischtwarenladen. Da bin ich rein. Und da saß einer draußen auf der Veranda, dem ich anscheinend auch schon mal das Schlangengift irgendwie aus dem Körper gezogen hat. Auch das ist, glaube ich, auch, meine ich, offline passiert, diese ganze Geschichte. Und dann hat er sich wie damals mit diesem Warmintgewehr bei mir bedankt und ich durfte mal in diesem Gemischtwarenladen, durfte ich was mir aussuchen und auf ihn anschreiben lassen. Ja, dann habe ich mir mal den schicke rote Gehrock geholt und diese tolle Melone da als Hut. Arthur Morgan. Wer will denn hier schon wieder was? Keiner da, gut. Ist auch besser so. Jo, das ist diese Geschichte dazu. Wie gesagt, ich habe ein paar Fälle abgegeben. Eine Tasche habe ich weitergemacht. Einen Dachs habe ich geschossen unterwegs. Der hat mir nämlich noch gefehlt für diese eine Tasche. Das war diese Geschichte. So, you brought the loudmouth kid back to us. I'm sorry. I wanted them to hang him. Well, he amuses me. You done good, Arthur. Loyalty. So, jetzt werde ich von alle gelobt, weil ich den Shondo gerettet habe. Ist mir ja langsam recht. Ist gut. Habe ich gern gemacht. Jo, das ist halt so diese Geschichte hier zu diesem roten Mantel mit diesem roten Hut. Und jetzt bin ich mal am gucken, was hier weiterhin geschafft werden kann. Ist immer noch der John Marston, der will mit mir sprechen. Dann gibt es diesen Albert Mason hier oben, diesen Wildtierfotograf. Oder ich könnte mit dem Javier einen Einbruch machen. Das ist neu. Und immer noch dieser Steckbrief da und Rhodes. Ich denke mal, ich gehe mal zum John und hasche mal, was der so eine Sache hat. Das ist vielleicht so, denke ich mal, erst einmal das Beste, was man hier so antreiben kann. Ich gucke mal, wo der Vogel ist. Ich glaube, da hinten steht er am Baum. Da ist der Javier, mit dem könnte ich irgendeinen Einbruch machen. You busy, Arthur? Ja, ich bin beschäftigt. Nee, ich mache das hier mit dem John Marston. Hey, Arthur! Mal gucken, was der von mir will. What do you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant.
For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Ja, dann machen wir das doch. Die sind ja die Sprüche hier in dem Lager, die sind einfach legendär. Der Wolf hätte ihm das halbe Gehirn weggefressen und er wäre danach schlauer wie vorher. Geil, das kann auch nur wirklich Statue bringen hier. Jo, dann denke ich mal, ich schwing mich mal auf mein Pferd. Come on now, boy. Das ist doch meins hoffentlich. Da werden schon irgendwelche Räder angezeigt. Wo ist denn diese Raffinerie? Die war doch... Jo, da in der Raffinerie steht einer und ich habe aber noch ein zweites gesehen. In Valentine steht auch so ein Kutschding. Jo, schauen wir mal, was wir so machen können. Hä? Gucken, ob vielleicht gibt er die Kutsche freiwillig raus. Ich glaube, das war nur ein Spaß. Eine kleine Hoffnung von mir. Was habe ich dann hier so waffentechnisch? Hier müsste ich mir schon mal aus. So, feldtechnisch weiß ich jetzt aktuell wirklich gerade gar nicht mehr, was ich noch so brauche. Ach du, hier hoppelt ja alles weg hier. Paradies, wenn du ein Eichhörnchen suchst, findest du keins und jetzt willst du in Ölware glauben und dann, das wissen die doch. Dann laufen hier tausende Hasen natürlich auch noch, klar, hat gefehlt. Dann laufen die hier zu tausende über die Gas und du konzentrierst dich auf irgendwas ganz andere Sache. Typisch. Wenn du ein Eichhörnchen suchst, weil du ein perfektes Fell brauchst, findest du nichts. Und auch nochmal nach meiner Krähe gucken. Ich habe doch festgestellt, dass hier irgendwo auf diesem Stein immer so eine Krähe sitzt. Zwecks Federn. Da hockt sie. So, da bräuchte ich muss war Mintgewehr. Zielfernrohr, und dann kriege ich die Krähe mal eine verballert, wa? Zack. Ja. Und hopp. Aufheben, Amerika-Krähe. Schlechter Zustand, das ist mal eigentlich komplett Wurst. Den Kadaver gut. Also die Federn kriege ich erst, wenn ich den übers Feuer hänge. Dann rupft der Ador sich das Vieh. Rechtsverkehr. Aber ich glaube, die meisten Amerikaner sind zu der Zeit noch Engländer, gell? Da war immer schwer Linksverkehr. Was haben wir da hin im Angebot? Was haben wir dann da? Was habe ich dann hier noch für Waffe? War Mintgewehr, Springfieldgewehr, Hochgeschwindigkeitsmunition. Hier ein Weißwedel, hier drei Sterne, den nehme ich doch gerade mit. Zack. Bin doch eh auf dem Weg nach Valentine. Schafgarbe brauche ich auch noch, okay. Habe ich noch was verkocht? Oder was hergestellt mit? Stimmt. Kinsing brauche ich, das weiß ich. Und der wächst immer unter Bäumen, habe ich jetzt schon mal festgestellt. So, hat das geklappt? Jawollo. Schuss in den Kopf, Fell ist heil. Sehr schön. Ja,
Der Vorteil ist, mit dem roten Mantel fallen die Blutflecke jetzt nicht mehr so auf. So, da habe ich doch ein schön viermal abgehangenes Wildfleisch. Da müsste ich auch gleich nochmal gucken. So, nehmen wir den Hashen mal mit. Das sind wieder ein paar Dollar. Not bad none, huh boy? Apropos Dollar, 43 Dollar. Ja, Pferd habe ich auch nochmal ausgetauscht, fällt mir gerade so ein, wo wir beim Thema sind. Wildfleisch. Wo ist dann hier das Wildfleisch? Das rohe, nicht das gekochte, meine ich. Ach, das ist hier bei Zutaten, gell? Da habe ich noch zweimal sehniges Fleisch. Da bin ich voll. Das wollte ich gucken. Dann kann ich nämlich dem Metzger auch das Fleisch da gerade wieder verkaufen, was von dem Weißwedelhirsch da übrig geblieben ist. Ja, die Tasche habe ich mir auch nebenbei noch ein bisschen voll gekocht, Kräuter gesammelt, aber wie ihr seht, ich brauche immer noch, weil ich habe jetzt die Tasche mit Zutaten umhänge. Und Zutaten kann ich jetzt normal, glaube, soweit ich weiß, 10. Nee, 15. 15 kann ich jetzt mit mir rumschleppen von jeder Sort. Das ist natürlich schon mal cool. So, steht jetzt hier zufälligerweise noch wilde Möhre rum. Tatsächlich. Die brauche ich nicht. Ja klar, ich habe hier jetzt größere Kapazität von allem. Von der ganzen Zutat zum Sammeln. Vorher hatte ich die Arzneitasche. Steht hier zufälligerweise nicht rum. Ne? Ich habe nämlich auch festgestellt, ich brauche noch ein sehr viel Ginseng. Einmal zum Herstellen von irgendwelche Wundertonika und natürlich noch immer so als Ersatz. Hatte ich ja schon mal gesagt, habe ich den immer gerne dabei, wenn man mal von der Schlange gebissen wird. Habe ich immer gerne mal ein bisschen Ginseng bei mir. Wenn man den roh isst, ist die Vergiftung von der Schlange weg. Und so ein Schlangebiss, das ist natürlich... Das geht ratzfatz her. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. So, jetzt sammle ich mir hier den Kram nochmal zusammen ein. $45, das ist ja auch nicht so die Welt, gell? That's my boy. Genau, das Pferdchen hatte ich nochmal ausgetauscht. Jetzt habe ich Himbeeren genug, okay. Und da schnuffen wir mal eine Handvoll. Schafgarbe. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich dort draus gemacht habe, dass da so viel... Die hatte ich eigentlich auch immer die Tasche voll. Genau, 10 Stück konnte ich ja vorher da mit mir rumtragen und jetzt sind es anscheinend dann 15. Ja, Thymian, das weiß ich, den habe ich verkocht mit dem Fleisch, weil ich habe dann die Tasche ziemlich gut voll gekocht. So, Fedi, komm her. Ja, fein, komm. So, ab zum Fuzzi. Ich denke mal, das Fell, wenn ich mir mal aufhebe. Das lasse ich mal auf den Pferd drauf, das stört ja nicht. Aber den Hirschkadaver, den verkloppe ich jetzt und dieses abgehangene Wildfleisch. Oh.
gleich, Jungs. Ein bisschen viel Zuschauer da, aber. Hm. Okay. Welcome back. Welcome back, genau. Das ist eigentlich mein Spruch. Oh well. So, das Fleisch geht fort. A lot of folk coming by with these. So, jetzt kann ich den Kriegerkadaver verkaufen. Nee, das mache ich nicht. Das Hirschfell hebe ich mir mal auf und der Hirschkadaver perfekt ist drauf. Jetzt habe ich knapp $50. Thanks, Martin. Ich stehe doch mit auf der Gasse. Okay. Das ist doch schon mal was wert, oder? Wo fährst du denn jetzt mit meiner Kutsche gerade hin? Okay, das war's für diese Folge. Nicht viel passiert, aber die Vorbereitungen laufen. Ich muss jetzt mal gucken, wo der hinfährt. Die Vorbereitungen laufen für diese Kutsche dahin mit dem Öltank da, zu entführen, mitzunehmen. Schnürschuh jetzt hinfährt. Aber ich bedanke mich natürlich bei euch schon mal fürs Zusehen. Und freue mich, dass er immer so zahlreich einschaltet. Um das hier mit mir zu erleben. Kannst du bitte reden? Na gut. Tappel Modo ganz gemütlich hinterher und warte, bis der in der Landschaft ist. Bis dahin, wir sehen uns, denke ich mal, bei dem Überfall von der Kutschto mit dem Dieselfass hinten dran. Danke fürs Zusehen, macht's gut, tschüss.